Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock 2 Remastered. Wir haben jetzt soweit fast alle Blumen. Wir müssen noch eine finden, dann können wir eine rausloggen. Aber wir haben jetzt so viel Eve gesammelt, erstmal, dass ich das ein bisschen ausgebe. Und wir holen uns jetzt noch eine Stufe 3. Züchten Sie noch bessere Insekten. Schwärme verstecken sich in toten Gegnern und warten auf weitere Beute. Boah, das ist richtig gut. So, was haben wir noch? Wir haben noch 200 noch was. Also, wir können entweder da oben noch was mitnehmen. Obwohl ich eher sagen würde, wir nehmen Abfackeln 2 mit. Also, das letzte. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Das hat doch was. So, jetzt haben wir noch Ammo 75. Da würde ich halt gerne da unten noch was hole, aber jetzt die Frage, was? Verringe die Dauer vom Eisendings, ne, Wutanfall entferne und du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst mehr Schaden. Headhunter, ein kritische Treffer bewirken größeren Schaden. Bohrerschleicher, nee. Vorsicht, der Hänger, die Hänger. Ja, das würde ich schon eher sagen, nimm mehr statt Alkohol. Kurzschluss. Ja, nehmen wir das auch. Und das machen wir dann halt mit dem da noch. Dann haben wir soweit alles benutzt. Und wir benutzen gleich mal die Bienen. Ich finde die Hand dann so eklig, wenn ich das so sehe. Ach, was ich nicht alles jetzt solle. Jo, von mir aus. Wo bist du dann? Wer ist denn hier Heulsuse, du Heulsuse? Warte mal, wenn ich schon mal Insekten nur schick. So, da haben wir eine Bohrermunition. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Da ist eine Muni drin. Ich glaube, das ist Zirkus der Werte, den wir brauchen. Genau, hier können wir besser holen. Jetzt ist Eve voll. Bohrer, Nieten holen auf jeden Fall. Und Schrotflintenmunition will ich voll haben. Klar, fällt dann mir wieder was raus. So, jetzt ist soweit alles voll, oder? Ja, ich glaube, es ist soweit alles voll. So, irgendwo müsste noch eine Blume sein. Ja, Kohle nehmen wir doch gerne mit. Da ist schon auch noch was drin. Der, was schießt da auf mich? Jedes Mal, wenn ich die Insekten sehe, kribbelt es mich dann komplett. Hui! So, da können wir noch ein bisschen Muni kaufen, würde ich sagen. Schwere Müde. Ein paar Granaten noch. Okay, das geht leider nicht. Können wir auch noch ein bisschen Kohle rausziehen. Sorry, mein Großer, aber ich brauche dich leider nicht diesmal. Ja, die Insekten sind super. Ist jetzt nichts mehr mit Versteckel oder Wegrennen. Und das Schlimme ist, wenn jetzt noch irgendeiner von hinten kommt, bleiben die so lange da drin, bis sie, na, sag nicht, die bleiben so lange der Gegner drin, bis jemand vorbeigerannt kommt, dann werden die ausgelöst. Okay, da kann ich auch noch rein. Ah! Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Ja, aber ich, hier ist die letzte Blume. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Nö, erstmal nett. Das war das Maul, okay.
Bisschen Munition noch. Ein paar Granate finde ich hier auch noch. Das ist auch noch supi. Geht das hier auch noch? Ah, Munition ist voll. Aber hier ist auch ein Rohr. Das kann ich eigentlich schon. Das ist das war doch auch cool, dass man das von der Seite auftauchen könnte. Dann muss ich auch noch Hecke. Komm jetzt noch blau. Oh, komm, Manfred. Ich war heute im Eve's Garden. Es ging übel aus. Mein Samen, verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Armer Gilbert, es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Ja, ist irgendwie seltsam. Also, ich weiß nicht. Aber okay, wir haben ja jetzt alles soweit. Aber bevor ich jetzt so anfange, hol ich mir erstmal mein Zollschiff voll. Behältersystem für tiefste Lebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Nein. Ich will nicht. Ich werde widerstehen. Ja, komm, wir sind. Warum sind jetzt die Dinge so falsch in der Welt? So, da oben ist noch eine. Ach, die Insekten, ich mag sie. Klar, wenn ich die sehe, geht bei mir immer so der Kribbeleffekt los, wo ich vielleicht mal kratzen muss. Ich verfluche dich, Delta! Warum? Perfekt, mein Junge! Du hast ihn am Haken! Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Du hast
den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund. Und meinen aufrichtigen Dank. Okay. Du musst mich nicht töten, Delta. Bitte. Ich gehe auch hier raus. Ist er jetzt tot? Anscheinend. Naja, es war sein Wunsch, sein letzter Wunsch halt. Halt respektiere, würde ich sagen, auch wenn es der letzte war. So, wieder raus. Das ist die Oxyfill-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Ja, hab ich doch gerade. Okay. Und sofort die Bienengenerator. Oh, ein bisschen Munition. Was haben wir denn hier, Ligas? Eleanors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Ratchas Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Das ist krank. Das ist echt krank. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir den einen leider... Also, ich habe ihn gegrillt, weil, wie gesagt, das war sein letzter Wille. Und ich habe es respektiert halt. Und er war ja auch verrückt, auch, also, weiß nicht. Ist irgendwie sehr seltsam. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Hier sieht es ja schon mal seltsam aus. Hier haben wir ein paar Granaten noch. Feuer, Tür auf. Immunity Checkpoint, okay. Hacker-Pfeil. Munition wurde auch irgendwann. Oh, guck mal, da hängt der Seestern. Fische. Alter, sieht sehr, sehr, sehr geil aus, finde ich. Boah, ne, schon der Durchgang hier mit dem ganzen Licht und
den ganzen Test nur ausgucken kannst. Sau krass. Aber irgendwie habe ich auch Angst bei so Glasdinge. Vater, komm schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin gleich da. Nur noch ein bisschen. Alter, wo bin ich denn hier jetzt? Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Ja. Wenn ich dich... So, bohre. Ja, ist ja nämlich viel. Dann nehmen wir verbesserte Granaten, oder? Wenn ich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Naja, warum soll ich nicht glauben? Oh, hier ist noch... Also... Okay, hier können wir hacken. Ach, er geht nur so schnell langsam. Und trotzdem verkacke ich! Alles gut, alles gut. Ich bin bloß in der Wartung tätig. So, Nieten, Fallnieten. Von denen nehmen wir noch ein paar mit bis voll. Und Schrot. Was haben wir hier? Ne, hier wollte ich erstmal hacken. Hacken! So, aber ich bin ja soweit voll, ja. Daddy's Home. Halt hier so schreiben, ich kann mir doch immer fluten. Luti-Loot. Na, was ist denn hier los? Das sieht doch schon aus wie eine Falle. Hier ist kein Mensch. Keine Sau ist hier irgendwie. Okay, kriegen wir hier noch Sisters? Ne, auch keine Sisters. Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird und wo sich ein Geschäft auftut. Bin ich da? Hab ich es endlich geschafft? Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lam. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ich gehe erstmal durch Hecke und dann gehe ich noch weiter gucken. Dieser Tank, in dem sie ist, benutze die Steuerung, um die Quarantäneverriegelung aufzuheben. Ja. Alles gut. Alles gut. Ich mach das schon noch. Aber. Alles gut. Mal Granaten noch. Hier haben wir noch erste Hilfe. Das können wir auch noch hacken. Weil das sieht nämlich hier so ein bisschen aus wie so das letzte Gefecht. Worauf wartest du, Junge? Ja, ich hab doch jetzt gedrückt. Was willst du denn? Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt wie erwartet und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Eier, zwei Sisters. Zwei Sisters, jawohl. Ich hab gewusst, dass es ein Fall ist. Nicht die noch eine Hetze.
Stehen zusammen, ihr kriegt der Fehler. Wo ist er? Da ist er. Wo ist die andere? Ellie fehlt mir noch. Okay, eigentlich ziemlich gut. Wo ist er? Aua! Ah, ich hab sie beide schon. Super. Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auch rein, genießt den Tag und tschüss!